An diesem schönen Novembertag mit viel Sonne schaue ich mir doch nochmal die Bananen und auch die Palmen an im Garten. Die Bananen haben durch die letzten Stürme doch ein wenig gelitten, aber ich glaube, so sehen Bananen immer aus irgendwann. Diese alten großen Blätter sind ja auch sehr windanfällig. Tja, und was hat sich über dieses Jahr entwickelt? Das sind hier 4, 5 dicke, fette Bananenstämme und viele Kindel. Davon sind einige noch vom letzten Jahr, die haben sich auch sehr gut entwickelt. Aber in diesem Jahr haben sich rund um die Stämme neue kleine Kindel entwickelt. Man sieht sie hier überall. Und das sind bestimmt insgesamt hier an diesen alten Pflanzen sind das bestimmt 20, 22 Stück. Ja, die Bananenblätter sehen genauso aus, wie sie aussehen sollen. Nämlich völlig zerzaust. Die Bananen haben es Anfang des Jahres geschafft, aber haben nicht den Zuwachs gemacht in diesem Jahr, wie ich mir das gewünscht habe. Aber es waren ja nur noch widrige Umstände. Dafür haben die Palmen den Februar locker weggesteckt. Also die haben eine neue Krone gebildet. Die ist zwar nicht ganz so groß wie im letzten Jahr. Und es sind auch nicht ganz so viele Blätter übers Jahr gewachsen. Aber sie sind munter und fidel. Und ich hoffe, dass der nächste Winter nicht so streng wird wie der letzte Februar. Weil dann gehe ich davon aus, dass die Palmen also im nächsten Jahr wieder einen richtig guten Zuwachs machen. Ja, das Herz der Palmen ist topgesund. Es haben sich wirklich hier einige Blätter rausgeschoben. Ich denke mal, das sind pro Pflanze etwa so 12 Blätter. Und sie sind massiv groß geworden. Also man soll es kaum glauben, dass wir so einen strengen Februar hatten mit wirklich gefühlt minus 25 Grad. Ich hoffe, dass es in diesem Winter etwas anders wird. Allerdings werde ich bei diesem schönen Wetter jetzt schon mal die Vorbereitung für die Palmen treffen. Ich werde den Zaun aufstellen, der dann im Endeffekt den Mulch, die Blätter, die Laubschicht halten soll. Hier nochmal die Bananen vom Anfang des Jahres, die ich gepflanzt habe. Auch diese sind ziemlich zerzaust, aber sie sind gut angewachsen. Schauen wir mal, wie es weitergeht im nächsten Jahr. Jetzt also die Vorbereitung zum Schutz der Palmen für den Winter. Hier gilt vor allen Dingen erstmal den Wurzelbereich zu schützen. Dazu habe ich jetzt hier den Kanickeldraht um die Palmen eingesetzt und habe auch schon ein bisschen Laub in Tüten gesammelt. Dieses Laub werde ich hier jetzt schon mal vorab verteilen. Es wird sich ja auch ein bisschen setzen, aber ich denke mal, mit diesen 3 Tüten bin ich schon ganz gut fortgeschritten. Der Herbst ist auch noch nicht ganz vorbei, da kommen noch ein paar Blätter dazu, also ich kann noch ein paar Blätter sammeln. Aber bei diesem Wetter macht es eigentlich auch richtig Spaß, diese Vorbereitungen für den Winter zu treffen. So, das sind die 3 Sack mit Laub, die ich jetzt hier verteilt habe. Jetzt werde ich das noch insgesamt ein bisschen ausnivellieren. Aber der erste Schritt für die Winterruhe der Palmen ist eingeleitet. Und ich konnte dies heute bei diesem wunderschönen Wetter machen und musste es nicht so wie Anfang des Jahres im Februar bei frostigen Temperaturen mit dicker Jacke und Handschuhen und bei eisiger Kälte fertig machen. Also,
Ich bin gut vorbereitet und im nächsten Schritt zeige ich euch auch, wie die Bananen dann eingepackt, zurückgeschnitten und eingepackt werden. Bitte lasst einen Daumen hoch, wenn euch das gefallen hat, und wir sehen uns im nächsten Video. Alles Gute und tschüss.